Unser MR1 MK1 Gauda hat nach zweieinhalb Stunden hin und her simulieren tatsächlich es hinbekommen, dass wir zum Mond kommen und da anscheinend auch Umlaufbahn haben. Und wir brauchen dafür 1958 Solid Rocket Engines. Das heißt, wir speichern jetzt mal, verlassen das und ziehen mal ein paar Sachen in der Forschungsqueue nach oben, sodass wir diese Rakete fliegen können. Alter Gauda, genau. So, Orbital Rocketry brauchen wir nicht. Solid Rocket, genau, wir brauchen die hier. Ne, wir brauchen die. Shit. Okay, wir brauchen diese beiden. Die brauchen 19 und 32 Tage. Ja, dann wird die MK1B Mondgerät einfach weitergebaut und die auch, während wir hier Tech erforschen. Und dann geben wir die andere in Auftrag. Ausreichend großes Launchpad vorhanden? Jawohl. Wir haben ein bigger Launchpad mit 350 Tonnen. Gott sei Dank. Wenn ich das jetzt auch noch bauen müsste, dann würde ich eine totale Krise kriegen. So, wir machen mal einmal zu der Tech vor. Entspann dich. Gerät, Batteries have recharged. Okay, wir haben von irgendwas Wissenschaftspunkte bekommen. Ja, das werden irgendwelche Advanced Film Cameras sein, die um die Erde kreisen und uns gerade Punkte bescheren. Da haben wir einen bekommen. Und dann würde ich mal sagen, stecken wir das direkt in die Main Building Queue beim VAB. Jawohl. Den freien Punkt und dann warten wir mal weiter. Wir haben ja genug Tech. Und dann ist das nächste 32. Da haben wir schon wieder zwei Credits bekommen. Und wir können direkt mal gucken, was wir denn als nächstes erforschen wollen. Mit 27 kann man ja schon was anstellen. Also Early Space, das haben wir schon erforscht. Das auch. Solid Rocket Engines könnten sein. Stability. Basic Capsules haben wir jetzt schon. Wir könnten zum nächsten gehen. First Stage Combustion Engines oder Orbital Rocketry. Also wir können hier deutlich tollere, bessere, nicere Engines kriegen. Dafür müssen wir Early Human Spaceflight Materials erforschen. Also es geht hier langsam nach vorne. Stability, da könnten wir auch nicht schlecht. Wir könnten aber auch Early Power Generation and Storage, Solarpaneele, die ausfahrbar sind, wenn ich das nicht... Ranged Solar Panel. Könnten die nächsten Solarpaneele erforschen. Richtung RI-10 wäre was. Was ist denn RI-10? Also, Strom fände ich verlockend und die First RTG, das heißt, die ersten Radionuklid-Batterien quasi wäre eventuell verlockend. Interplanetary Avionics oder auch Interplanetary Communications fände ich auch sehr verlockend. Hydrologs. Early Hydrologs. Also Hydrologs heißt Wasserstoff- und Sauerstoff-Engines. Das ist sind sehr, sehr große Raketen. Also gehen wir eventuell in die Richtung von, machen hier mit Orbital Rocketry weiter. Einfach um Dinge nach oben zu schießen. Ich finde aber auch Interplanetary Communications, Solarpaneele und Early Interplanetary Avionics auch nicht schlecht. Aber wahrscheinlich macht es einfach Sinn, das für die nächste Generation Triebwerke auszugeben. So. Das haben wir gemacht. Und jetzt spulen wir weiter vor, um diese hier zu bekommen. Und dann können wir die Rakete anfangen zu bauen. So, ich entspanne mich. Ja. Und wir haben schon wieder ein paar Wissenschaftspunkte bekommen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und wenn das hier abgeschlossen ist, dann können wir endlich unsere Gauda bauen. So wie sie ist, bauen wir sie jetzt. Also speichern und... starten
Und ich muss dafür Dinge kaufen für 127.000 Funds. Wir haben über 600.000. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Aber ich... Okay. Shit. Ich möchte natürlich... ich muss jetzt einmal rausgehen. Ich hab nicht daran gedacht, die Rakete zu toolen. Ich Vollidiot. Also, einmal hier. Tooling kostet... Ja, damit kommen wir auf 127 Tage Bilddauer. Wir toolen all. Das sind 109. Ist natürlich relativ viel, aber... Ich denke mal, wir werden die ein paar Mal bauen. Und dann reduziert sich die Baukosten auch tatsächlich um die Hälfte. Wir müssen sie siebenmal bauen. Dann haben wir die Tooling-Kosten wieder raus. Dann funktioniert's. Also, die haben wir jetzt einmal in die Buildlist reingesetzt. Könnten sie auch direkt einmal direkt nochmal bauen, um einen zweiten Satelliten um den Mond herumzuballern. Könnten wir direkt machen eigentlich. Also, die Gauda. Und die machen wir, da machen wir direkt einmal Duplicate. Und die zweite Gauda, die hier, die renamen wir mal auf die 44. Save. Und die Gauda, eine von den Gaudas möchte ich direkt bauen. Was ich mit dieser, mit dem SR2, da sitzt ein Satellit drauf, was ich damit mache, das muss ich mir noch hart überlegen, was ich damit treibe. Auf jeden Fall haben wir hier unten noch eine Gauda, die gebaut wird. Ja, die braucht 127 Tage. In der Zeit wird auch Orbital Rocketry fertig und einige Forschungssachen, die noch länger dauern. Beidwelt musste gerade arbeiten. In der Simulation haben wir es tatsächlich geschafft, bis zum Mond zu kommen. Und jetzt bin ich frohen Mutes, dieses Ding auch tatsächlich zu starten. Es dauert noch 127 Tage. Genau, und wir wählen schon mal das größere Launchpad aus, auf das wir sie dann ausrollen werden. Ja, also bauen wir die hier einfach mal weiter. Wird hier die hier auch weitergebaut? Nein, oder? Nein. Okay, dann würde ich mal sagen, die hier bauen wir und ich möchte sie nämlich fliegen, weil ich endlich diesen Auftrag abgeschlossen bekommen möchte. Lunar Impactor, Lunar Landing, Lunar Orbiter. Einmal den Lunar Orbiter. Umlaufbahn, Apoapsis unter 5 Millionen Meter, also unter 5000 Kilometer. Periapsis über 20 Kilometer. Okay, also da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass ich da hinkomme. Dafür kriegen wir 360.000. So viel hat die ganze Geschichte um die Rakete gar nicht gekostet. Das ist doch schon mal schön. Und da spulen wir jetzt hin vor, wenn wir ohne Unterbrechung bleiben. Wahrscheinlich passiert das nicht, aber ja, Warp 2. Und wir kriegen wieder ein paar Wissenschaftskredite. Und wir haben, irgendwofür haben wir gerade furchtbar viel Infrared Radiometry. Haben wir viele von unseren Satelliten Wissenschaftspunkte bekommen. Dafür kriegen wir direkt ein Upgrade und das stecke ich mal in die zweite Build Queue direkt. Und in 7 Tagen ist tatsächlich diese andere Rakete auch fertig. Ich schieb mal die Gauda R44 in die zweite Build Queue. Weil ich muss mir dann überlegen, was wir mit der 42 dann überhaupt anstellen, was wir da für einen Satelliten drauf machen. Wir suchen uns jetzt keinen Tech aus, wir spulen jetzt noch 14 Stunden vor, bis die Rakete fertig ist und dann rollen wir sie aus auf das 350 Tonnen Launchpad. Das dauert 15 Tage. Meine Fresse. So, 15 Tage ausgerollt und wir haben einen Nachtstart, aber das stört uns ja nicht, weil ich jetzt das Lighting ein bisschen besser unter Kontrolle habe. Yay! Und wir können diese Rakete tatsächlich wirklich jetzt ernsthaft mal
Richtung Mond fliegen lassen. Und ich hoffe nicht, dass wir irgendwelche Fehlstarts haben, aber es wird wahrscheinlich passieren. Gut, dann wird's jetzt ernst. So, wir werden jetzt also keine Simulation, wir werden wirklich dieses Ding zum Mond fliegen und dann in eine Umlaufbahn einschwenken. In eine schöne, einen schönen, niedrigen Orbit und so weiter und so fort. Hier, es ist nicht total zappenduster. Ich habe es hinbekommen, dass wir ein bisschen Licht haben. Ich hoffe, man sieht es im Stream einigermaßen. Ja, eine total schöne Rakete, finde ich. So, erstmal nach dieser ganzen Bauphase als Ziel setzen. Hoffentlich funktioniert das alles noch. Nein, das sind nicht die ersten Flüge mit den Triebwerken. Die Triebwerke haben wir schon bestimmt 15 Mal gestartet. Überhaupt kein Problem. Die sind alt und erprobt. Diese Triebwerke, die werden zünden. Jawohl! Und zwar, wir haben jetzt noch Time to Apoapsis sind 1,40. Die wachsen jetzt noch ein klein wenig. Aber im Prinzip kann ich sofort den Raketenmotor starten. Also Stufentrennung machen, nur die richtige Ausrichtung wählen. So, mach jetzt mal aus. Das heißt, ich mache den Autopiloten aus. So, richte mich aus. Mache Stufentrennung und sage bitte in diese Richtung. Und wir haben Ulysses Go. Zündung. Noch 2,40 brennt die und wir haben noch 1,40 zum höchsten Punkt. Das heißt, so sollten wir in einen sehr, sehr schönen hohen Orbit kommen. Apoapsis ist im Moment 214 Kilometer. Der wird noch ein bisschen steigen. Aber wahrscheinlich wird die Apoapsis dann auf der anderen Seite sehr, sehr hoch sein. Dann gucken wir mal, ob wir damit auch schön in den Orbit reinkommen. Ja, 156 ist der niedrigste Punkt, so knapp aus der Atmosphäre wie geht. Und 1000 Kilometer außerhalb, das ist doch schon mal schön. So, jetzt wird es Zeit, bevor wir hier irgendwelche Manöver machen, zu gucken, welche Experimente sind an und welche nicht. Hier haben wir, die warten alle. Eins von denen, genau, das hier ist gestoppt. Das starten wir und das hier starten wir auch. Das wartet. Und ansonsten sind die hier auch alle auf Warten ausgerichtet. Sehr schön. So, Ascent Guidance brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen Manöver Planner. Create a Node. Da hinten. In einer Stunde und hast nicht gesehen. Sehr gut. Und dann gucken wir uns mal den Mond an und tweaken dieses Manöver mal ein bisschen. Ansicht zentrieren. Und das ist doch jetzt komisch. Warum funktioniert das nicht? Das hat sonst immer gut funktioniert. Ich habe jetzt keinen. Also, wir sind mit unserem. Sogar mit unserem Delta-V-Budget sind wir eigentlich sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben hier eine positive Geschichte, aber irgendwie trifft er, als ob er den Mond nicht treffen würde. Ist total seltsam. Also. Sind wir denn etwas aus der Ebene raus oder was ist hier los? Ja, es sieht so aus, als ob wir aus der Ebene raus sind. Kann das sein? 2,5 Grad. Wenn ich dem jetzt sage, mach mal. Nee, das wird nichts. So. Och, Gott sei Dank, ey. Edgar Samkata, schönen gute Nacht.
Wir waren nicht komplett in der Plane. Und anscheinend kommt der Manöverplaner nicht damit klar, dass wir nicht in der richtigen Ebene des Mondes sind. Und ich habe mich jetzt orientiert, indem ich hier erst geguckt habe, wie muss ich die Plane drehen. Hab das Manöver neu erstellt und hab ein bisschen dran rumgespielt. Jetzt muss ich das von Hand noch ein bisschen optimieren. So, erstmal. Hier hinten Manöver wieder auswählen. Genau. Jetzt treffen wir voll auf den Mond drauf. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte ein bisschen weniger Delta V benutzen tatsächlich noch. Wahrscheinlich noch besser in die Ebene rein, sodass wir wirklich um den Mond herum sind. Jetzt haben wir 2930 Meter pro Sekunde. Wir haben deutlich mehr Meter pro Delta V hier in der Stufe, die uns sonst zum Mond ballert. Das heißt, das ist eine ganz hervorragende Situation. Das heißt, wir können wieder Ausrichtung wählen und gucken mal. Wir haben eine Stunde und 23 Minuten Zeit, bis wir an der richtigen Stelle sind. Das heißt, wir können jetzt theoretisch, weil wir definitiv nicht so viel brauchen, wir können schon mal diese Stufe hier trennen und uns schon mal ausrichten. Also also wir machen Stufentrennung. Und bewegen uns von dieser Stufe auch etwas weg. So, damit wir ein bisschen Abstand haben. Und Mond müssen wir nicht mehr angucken, sondern wir möchten in die Nähe des Manövers warpen. Und da kann ich doch jetzt auch hierher vorspulen. Also wir machen eine Umrundung der Erde und bewegen uns jetzt langsam auf die Stelle zu, wo wir zünden sollten. Mit der Stufe schaffen wir es auf jeden Fall. Und die andere Stufe hat auch Bums, dass wir tatsächlich Wurstsalat sagt, Mond brauchst du eigentlich nicht zwingend in der Plane sein. Plane. Ja, es ist aber super viel einfacher, wenn du in der Plane bist, tatsächlich von Hand auch gefühlte Sachen irgendwie nachzukorrigieren und so. Also, es hilft einem, hinzukommen. Okay, wir müssen 2 Minuten und 13 burnen. Das heißt, ich würde hier starten bei 1 Minute und 7. 5, 4, 3, 2, 1, Zündung. Und da geht's ab. Jetzt nehme ich mal wieder runter und ich werde dann zusehen, dass ich hier X drücke im richtigen Zeitpunkt. Also 200, 150, 4 Meter pro Sekunde. Guck mal, wir haben noch 300 Meter pro Sekunde drin. Wow. Ansicht zentrieren. Wo sind wir? Wir sind, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, wir benutzen unser RCS und ziehen den Orbit niedriger. Wir brauchen Apoapsis ist immer der große Wert. Die muss unter 5000 Kilometer sein. Und Periapsis, der niedrige Wert, muss unter 20 Kilometer sein. Wir gehen ruhig nah ran. Da kann man dann sehr effizient die Triebwerke zünden. So, 800 Kilometer von der Oberfläche entfernt. Finde ich gut. Nicht irgendwo vorspulen, sondern ich werde jetzt einfach mal den Time Warp so benutzen. Tschüss, liebe Erde. Wir sind im Einflussbereich des Mondes. Das machen wir, wenn wir da sind. Engine ist braucht sehr, sehr lange. Also 7 Minuten Brenndauer. Das heißt, wir bewegen uns erstmal ein klein wenig auf den Mond
zu, bevor wir, was wir allerdings schon machen können, ist, jetzt wo wir in der Mondumlaufbahn sind, schon mal eine Stufentrennung zu machen und alles zu aktivieren, was wir so haben. Also einmal Stufentrennung. Sehr gut. Und so, jetzt wollen wir einmal kurz. Habe ich eine Stufentrennung, genau die falsche Ausrichtung gehabt. Muss jetzt einmal ein klein wenig nach vorne brennen, damit wir unsere Ausrichtung so haben werden, dass ich auch tatsächlich abbremsen kann. Dass wir nicht wieder in unsere Stufe reinballern, wenn ich jetzt mich so ausrichte. Weil ich habe jetzt gerade gesehen, wir würden den Burn so ausführen, dass wir in die Richtung ballern. Ich habe jetzt kurz einmal ein bisschen mich nach unten bewegt, damit wir nicht in unsere Stufe reinknallen, wenn wir gleich die Antriebe zünden. Und wir kommen jetzt von einem sehr, sehr coolen Winkel auf den Mond. Das heißt, wir kommen auf die helle Seite, wo wir abbremsen werden. Das heißt, hier können wir auch mal vorspulen und nicht immer in der anderen Ansicht. Cool. So, wie weit haben wir es noch? Bis zum niedrigsten Punkt. 41 Minuten. Jawohl, jetzt sind wir ausgerichtet. Irgendwo da oben ist unsere andere Stufe. Wir machen Jülich, also zünden. Und jetzt haben wir Kapazität in unserem Triebwerk und zünden das Triebwerk. Was gerade passiert ist, ist, dass unsere, dass unser Raketenantrieb ein, eine Failure hatte. Einen zauberhaften guten Abend, Anna! Frau Adora Bell redet mit vier, Leuten. Hallöchen, einen schönen guten Abend. Was habt ihr denn Schönes gemacht? So, ich worauf ich jetzt warte ist, ich mache jetzt mal ein bisschen Zeitbeschleunigung. Ob wir es schaffen, ob wir genug RCS haben. Also wir, wie man hier sieht, an den kleinen Düsen, die brennen hier gerade und versuchen uns abzubremsen. Es könnte sein, dass wir genug Sprit haben, dass unsere Apoapsis, das hier, der höchste Punkt unseres Orbits, unter 5 Millionen Meter fällt. Ich glaube, wir haben genau nicht genug Sprit, dass wir das schaffen und den Auftrag erfüllen. So, ja. Es ist das passiert, was ich befürchtet habe. Wann habe ich zuletzt Schnellspeichern gemacht? Ist mir jetzt egal. Wir haben heute so viel erlebt. Ich mache jetzt schnell laden. Vorm Eintritt. Ah, alles klar. Nee, da hatten wir schon, genau, wir haben schon uns von der Stufe getrennt. Ich weiß, es bringt was, wenn man ausharrt und so. Also, wir haben eigentlich genug Delta-V, um in einen schönen Orbit einzutreten. Also, wir machen jetzt mal hierher, ich weiß, das sollte man nicht machen, hierher vorspulen. Das sollte aber bei diesen kleinen Sachen kurz vor den Dingen ganz gut funktionieren. Gefahr. Ja, unsere Sonde hat zu wenig Saft. So, einmal bis hierher vorspulen. Und dann zünden wir wieder das Triebwerk und dann schaffen wir es, den Auftrag zu erledigen. Hoffe ich doch einfach mal. So, 15 Minuten, bis wir da sind. Dann machen wir mal nochmal 7 und dann zünden wir das Triebwerk.